So, ahoi und ganz herzlich willkommen, du wunderschöner Mensch da draußen vor dem Bildschirm. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du mich gut verstehen kannst. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil hier im Haus alle noch schlafen. Dieses Video nehme ich heute extra für dich auf und zwar, damit du mal live und in Farbe sehen kannst, wie ein dreifacher Familienvater eben aussieht. Nach einer Nacht, wenn der kleine Sohn ordentlich zahnt, größten ist jetzt übrigens halb fünf am Morgen, größten Respekt an alle Mütter dieser Erde, die täglich ihre Frau stehen und eben auch nächtlich, finde ich absolut bewundernswert, wie man da eben, möchte ich nicht für alle sprechen, für meine bezaubernde Frau, wie die da ruhig bleiben kann und entspannt und sich immer weiter kümmert. Da merkt man einfach, wie viel Liebe in so einem Herzen stecken kann und das finde ich ganz, ganz toll. Ich hatte dir im letzten Video versprochen, dass wir uns noch einmal mit der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen werden. Und heute möchte ich dir dafür eine türkische Studie einmal vorstellen, wo man ein bisschen einen anderen Weg gegangen ist. Damit du das Video oder die Ergebnisse dieser Studie besser einordnen kannst, ist es sinnvoll, dass du das letzte Video geschaut hast. Dort ging es um eine US-amerikanische Studie. Unter anderem beteiligt war die Universität Harvard, aber auch die Universität von Chicago. Und dort hat man auch mittels künstlicher Intelligenz, mittels Maschinenlernen eben, Patienten mit dem Reizdarmsyndrom durch eine personalisierte Diät behandelt. Und es gab ein ganz faszinierendes Ergebnis. Wie gesagt, sinnvoll wäre es, du schaust dir dieses Video einfach nochmal an in allen seinen Details. Ich werde jetzt die zentralen Erkenntnisse nochmal ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Es gab ein faszinierendes Ergebnis, nämlich 67,5% der teilnehmenden Probanden mit einem Reizdarmsyndrom wurden nach nur 6 Wochen mit dieser personalisierten Diät komplett beschwerdefrei. Man war hier den Weg gegangen, dass man eben erstmal einen Pool von Trigger-Lebensmitteln erstellt hatte. Das waren 200, über 250 Lebensmittel aus einer umfangreichen Literaturrecherche. Und dann hat man den Computer letztendlich Assoziationen zwischen demografischen Subkategorien und diesen Trigger-Lebensmittel ziehen lassen. Also zum Beispiel hat man sich genommen das Alter, das Geschlecht, die Dauer der Erkrankung, aber natürlich auch den Subtyp, die Stärke der Symptome. Und dann hat man diese einzelnen Kategorien mit jenen Lebensmitteln assoziiert, die am wahrscheinlichsten die Darmbeschwerden verursachen. Dann haben sich die Patienten eine Weile ganz normal ernährt, so wie sie es zuvor gewohnt waren. Und über ein Maschinenlernsystem konnte man diesen Pool, diese schon bereits eingegrenzten Lebensmittel, das waren dann 21 für jeden individuellen Patienten, noch weiter eingrenzen auf nur 3 bis 5 Lebensmittel, und zwar jene, die am allerwahrscheinlichsten eben für die Beschwerden bei diesem individuellen Patienten sorgen. Und das hat anscheinend ganz wunderbar funktioniert. Wie gesagt, 67,5% der Probanden wurden vollständig beschwerdefrei. Noch einmal deutlich mehr konnten signifikante Verbesserungen verbuchen. Es gab einige Einschränkungen für die Aussagekraft dieser Studie. Unter anderem hatte ich angesprochen, dass es sich eben um eine sehr kleine Kohortenstudie handelt. Wir haben keine Kontrollgruppe. Und vor allen Dingen ist aber auch diese Stichprobe, die man hier gezogen hat, nicht besonders repräsentativ für Patienten mit dem Reizdarmsyndrom. Zum einen haben wir eben nicht nur klassische Reizdarmpatienten, wir haben eine Subtypfokussierung, vor allen Dingen waren nämlich Patienten mit RDSD, also vom Durchfalltyp vertreten. Und wir haben in dieser Gruppe aber auch Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, in Remission, aber mit akuten Reizdarmbeschwerden. Diagnosekriterium waren hier die ROM-3-Kriterien. Und was aber noch sehr bedeutsam war, die Patienten hatten schon vor der Intervention relativ milde Symptome. Wir hatten einen IBS Symptom Severity Score im Durchschnitt von 150 und bei den Patienten mit einem reinen Reizdarmsyndrom von ungefähr 170. Das ist gerade so die Grenze zwischen milder Ausprägung der Erkrankung und einer moderaten Betroffenheit. Das ist nicht besonders repräsentativ, denn diese milde Kategorie, die gibt es natürlich, und das sind auch relativ viele Patienten, das ist ungefähr ein Drittel,
Aber wenn man dann eben schaut, wie ist die typische Ausprägung auch in den größeren Studien, epidemiologisch, vor allen Dingen eben auch derer Patienten, die Hilfe suchen, die zu einem Arzt gehen oder auch die sich im Internet informieren, dann wissen wir eben, die größte Gruppe sind jene mit moderaten Beschwerden. Und dann haben wir eine nicht zu vernachlässigende Gruppe, auch immerhin fast ein Viertel von Patienten mit extrem stark ausgeprägten Symptomen. Das ist dann der IBS Symptom Severity Score über 300. Und ich spekuliere jetzt einfach mal, beziehungsweise weiß ich es auch aus einer Umfrage, die ich hier gemacht habe, über den Kanal auch, dass du da draußen wahrscheinlich eher mindestens zu der moderaten betroffenen Kategorie gehörst oder sogar unter einer schweren Ausprägung leidest. Deswegen war es natürlich auch für diese Patienten oder auch für die Wissenschaftler deutlich einfacher, eine Beschwerdefreiheit zu erzielen, denn wenn man schon diesen Score nur von etwa 150 hat, dann ist es natürlich nicht besonders schwer, eben das Ganze nochmal um 70 Punkte, 50, 70 Punkte zu reduzieren und eben in diese Remission zu gelangen. Auf jeden Fall konnte man aber viele interessante Schlüsse dennoch aus dieser Studie schon ziehen und man sah eben auch, dass die künstliche Intelligenz durchaus schon diese Zukunft, die ich angesprochen habe in meinem Buch, durchaus eben auch schon an den Universitäten stattfindet, an den internationalen. Und deswegen möchte ich das Ganze heute so ein bisschen durch diese türkische Studie erweitern. Und erst einmal finde ich es ganz genial, dass ich immer mehr jetzt in meiner Literaturrecherche, ich mache das Ganze ja schon seit jetzt inzwischen 12 Jahren knapp, ja, 12 Jahren, und dass ich da immer mehr sehe, auch wie sich das Ganze auch international verschiebt und woher dann auch Input kommt. Viel eben jetzt auch aus Ländern wie der Türkei, China sowieso, das ist inzwischen sowieso ein großer Player geworden inzwischen, aber wo am Anfang noch alles so auf Amerika fokussiert war, Großbritannien natürlich, bisschen Australien, kommt jetzt sehr viel Input eben auch aus anderen Ländern. Auch Japan ist da wirklich sehr am Arbeiten. Und das hat natürlich auch damit zu tun, erstens mit dem globalen Aufstieg dieser Länder, logischerweise, aber auch natürlich mit diesem Aufstieg, mit der Industrialisierung, darüber spreche ich auch ausführlich im Buch, steigt eben auch die Prävalenz des Reizdarmsyndroms und das erzeugt eben auch enorme volkswirtschaftliche Kosten. Deswegen ist man natürlich auch bestrebt, hier Lösungen zu finden für die Patienten und auch für die Volkswirtschaft natürlich, weil es eben mit hohen finanziellen Bürden verbunden ist. Diese türkische Studie gleicht viele Schwächen der zuerst vorgestellten Studie aus. Man konnte hier wirklich einen anderen Weg gehen. Man hat aber auch eine andere Methodik gewählt, nämlich nicht den Zugang über die demografischen Subkategorien, sondern man hat sich auf das gastrointestinale Mikrobiom fokussiert, also auf die Darmflora. Was hat man von Anfang an gemacht? Man hat sich 34 Patienten mit dem Reizdarmsyndrom geschnappt. Das ist wieder eine kleine Stichprobe. Hier ist eine Pilotstudie und 34 Patienten gematcht als gesunde Kontrollpersonen, also vergleichbar in Alter, Geschlecht und so weiter. Und dann hat man mit denen erst einmal eine molekularbiologische Untersuchung des Mikrobioms per Stuhlprobe vorgenommen. Die Patienten, die glichen eigentlich jenen aus der ersten Stichprobe, also aus der ersten Studie. Der einzige Unterschied ist, dass diese zum einen einen anderen Subtyp aufwiesen, nämlich diesmal nicht den Durchfalltyp, sondern den Mischtyp. Also das ist jene Ausprägung des Reizdarmsyndroms, die durch chronische Bauchschmerzen geprägt ist und zusätzlich durch einen Wechsel von Durchfall und Verstopfung. Und die Patienten litten durchweg unter der stärksten Ausprägung, also dem höchsten Schweregrad-Score, nämlich durchschnittlich lagen sie am Anfang bei etwa 360 Punkten. Also das ist ordentlich, da kann ich ein Liedchen davon singen, das ist so dieser Raum, wo ich mich immer bewegt habe, mit meinen täglich über 10 Durchfällen, mit schweren Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen und so weiter und mit Komorbiditäten. Also hier waren die Patienten wirklich schwer betroffen. Und das ist natürlich, wenn ich die Frage stelle, kann künstliche Intelligenz wirklich Reizdarmpatienten helfen, ist das natürlich essentiell, dass ich mir Patienten schnappe, die wirklich ausgeprägte Beschwerden haben. Dann hat man sich eben die gesunden Kontrollpersonen noch genommen, auch 34, und man hat diese molekularbiologische Analytik ihrer Darmflora durchgeführt. Das ist diese sogenannte 16S-Analyse.
RRNA-Gensequenzierung, die ich ja auch regelmäßig anspreche und auch empfehle und von der dein Gastroenterologe wahrscheinlich behauptet, dass sie überhaupt keinen Zweck erfüllt und dass man jetzt auf Grundlage dieser Ergebnisse noch nichts sagen könne und so weiter. Interessanterweise wird sie immer in den großen internationalen Studien verwendet, um wirklich zu genialen Ergebnissen zu kommen. Sollte man sich dann vielleicht auch mal fragen, warum diese Aussagen so gemacht werden, was da dahinter steht. Möchte ich da gar nichts weiter unterstellen, aber man sollte halt das definitiv mal kritisch hinterfragen. So, man hat sich eben die Darmflora angeschaut und das Erste, was man machen konnte im ersten Schritt war, können wir die Darmflora aufgrund verschiedener Charakteristika differenzieren? Und ja, das können wir. Es gab signifikante Unterschiede, vor allen Dingen was auf der was die Gattungsebene betraf. Hier fanden wir vor allen Dingen Unterschiede in den Gattungen Fecalibacterium und Ruminococcus. Es gab auch noch auf anderen Ebenen Unterschiede, möchte ich aber gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall hatten die Forscher vorher schon einen Algorithmus programmiert anhand anderer Analysen des Mikrobioms, der eben ganz verlässlich und akkurat zwischen Patienten und gesunden Kontrollpersonen unterscheiden konnte, und zwar nur anhand dieses spezifischen Fingerabdruckes der Darmflora. Also er hat nur diese Daten der Stuhlanalyse bekommen und konnte glasklar unterscheiden, aha, das ist ein Reizdarmpatient und das ist eine gesunde Kontrollperson mit einer sehr, sehr hohen Treffsicherheit. Auf Grundlage dieser Einordnung erstellten die Forscher einen rechnerischen Score, der nannte sich der IBS-Index-Score. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht zu komplex. Dieser Score ist letztendlich nichts anderes als die invertierte Krankheitswahrscheinlichkeit. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit landet eben ein Proband in der Kategorie Reizdarmsyndrom oder gesunde Kontrollperson? Und hier sehen wir eben auch einen signifikanten Unterschied. Deswegen gelingt diese klare Einordnung. Und warum ist das jetzt so wichtig? Weil ein Ziel dieser Studie, ein definiertes erst einmal war, diesen IBS-Index-Score möglichst weit zu drücken durch eine Ernährungsintervention, welche auf künstlicher Intelligenz beruht. Also Ziel war weder diesmal das Ganze über eine Assoziation von demografischen Subkategorien und Beschwerden zu machen und Ernährungsstilen, sondern tatsächlich eine Modulation der Darmflora, eine Darmsanierung und auch die Linderung von Beschwerden stand nicht im Vordergrund. Das ist dann etwas, was nebenher passierte. Wie wollte man den Darm jetzt sanieren? Wie sah dieses Ernährungsprogramm aus? Hier wählte man auch einen super interessanten Zugang, denn man nahm sich mal nicht so die Klassiker wie eben die Lebensmitteltriggerfaktoren, wie in der letzten Studie, oder auch FODMAPs, Gluten, was da eben alles so vorhanden ist, wo wir wissen, das funktioniert gut, sondern man hat sich vorgestellt, eine Diät mit einem perfektionierten Mikronährstoffprofil zu kreieren, also durch die künstliche Intelligenz kreieren zu lassen. Und das ist deswegen sehr interessant, weil wir eben wissen, dass Mikronährstoffmängel oder eben die Supplementation von Mikronährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen tatsächlich zu signifikanten Veränderungen der Darmflora, aber auch Beschwerden des Reizdarmsyndroms führen. Und falls du dich da ein bisschen näher informieren möchtest, gibt es eine geniale Übersichtsarbeit, ein systematisches Review von Yang und Kollegen aus dem Jahr 2020. Hier bekommst du einen wunderschönen Überblick, welche Vitamine und Mineralstoffe bei der Supplementation beziehungsweise auch deren Mängel eben wie die Darmflora verändern. Was verändert sich bei den Bifidobakterien, Lactobacillen, Fäkalibakterium, bei Ruminococcus und so weiter? Also was boostet letztendlich die probiotischen Gattungen und Stämme in deinem gastrointestinalen Mikrobiom oder eben auch die potenziell pathogenen? Wie können wir die Mikronährstoffe einsetzen, um die Darmflora für uns günstig zu schleifen? Und das errechnete eben jetzt hier die künstliche Intelligenz. Hier wurde geschaut, wie können wir dieses Mikronährstoffprofil perfekt anpassen, individuell abgestimmt für den einzelnen Patienten, um eine perfekte Darmsanierung zu erreichen und den IBS-Index-Score dadurch zu drücken. Jetzt nahmen am weiteren Verlauf der Studie natürlich nur die Probanden mit einem Reizdarmsyndrom teil. Und man spaltete das Ganze in einer Gruppe eben mit dieser personalisierten Diät auf Grundlage der künstlichen Intelligenz
und in eine Kontrolldiät. Und diese wurde auf Grundlage der NICE Guidelines geschaffen. Das ist so die Standardempfehlung zur Ernährung beim Reizdarmsyndrom. Und diese Empfehlung muss man aber immer dazu sagen, das ist deswegen eine geniale Kontrollgruppe, weil sie eben dennoch in vielen Studien zu signifikanten Verbesserungen der Beschwerden beim Reizdarm schon geführt hat. Also das wäre so die Standardempfehlung, die man beim Arzt erhält. Regelmäßig essen, weniger Koffein, weniger Fett, auf die Ballaststoffe achten und so weiter und so fort. Und in der anderen Gruppe wurde eben auch gesagt, da wurde auf das Mahlzeitentiming geachtet, aber auch vor allen Dingen auf die Mahlzeitenkomposition aufgrund eben dieser zuvor errechneten Mikronährstoffzusammensetzung. Dann wurde das Ganze so für 6 Wochen durchgezogen und man schaute, was passierte. Also es wurden Ernährungspläne geschrieben, man bekam die täglich übermittelt, die Patienten ernährten sich danach. Leider flossen in die endgültige Datenanalyse nicht mehr alle Patienten ein, sondern es waren dann am Ende nur noch 25 aus der NICE-Guideline-Gruppe stiegen, jetzt muss ich überlegen, 6 Patienten aus und aus der personalisierten Diätgruppe immerhin 3. Also sie wurden ausgeschlossen aus der endgültigen Analyse, weil sie sich nicht dauerhaft an diese Ernährungsvorgaben hielten. Jetzt schaute man wieder, natürlich hatte man das Ganze die ganze Zeit überwacht mit verschiedenen Fragebogen, unter anderem dem IBS Symptom Severity Score, den einzelnen Unterkategorien. Und man schaute sich aber natürlich auch wieder die molekularbiologische Analytik des Mikrobioms an, was hatte sich hier verändert. Und das spannende Ergebnis ist tatsächlich, dass hier wirklich eine Art Darmsanierung stattgefunden hat in der Gruppe mit der personalisierten Diät. Durch die Veränderung der Mikronährstoffdichte kam es tatsächlich zu einer relativ starken Reduzierung des IBS-Index-Scores. Also die Darmflora verschob sich tatsächlich signifikant und besonders stark sehen wir das daran, dass sich eben die Gattung Fäkalibakterium, die Mikroorganismen dieser Gattung, diese vermehrten sich sehr stark. Es kam auch zu einer Reduktion im IBS-Index-Score in der NICE-Guidelines-Gruppe, aber diese war bei weitem nicht so stark ausgeprägt. Und wenn man sich dann, das ist ja immer so ein bisschen technisch, ja, es kam zu diesen Veränderungen, Darmsanierung, hier kann man schon mal sagen, eben eine Darmsanierung auf Grundlage künstlicher Intelligenz ist absolut möglich. Das wäre schon mal ein Fazit. Aber spannender für dich als Patienten ist natürlich, was bedeutet das denn für die Symptome? Denn ja, Verschiebungen in der Darmflora, das ist vielleicht für Nerds ganz interessant. Aber was passiert denn mit den Beschwerden? Und zuerst kann man hier erstmal eine Korrelation ziehen zwischen eben dem verminderten IBS Symptom Severity Score, dem IBS Index Score und auf der anderen Seite eben den Beschwerden gemessen am IBS Symptom Severity Score, jetzt ist es richtig, also eben dem klinischen Beschwerdebild. Und hier gab es eine starke Korrelation in der Gruppe mit der personalisierten Diät durch die KI-personalisierten Diät. Und das bedeutet, diese Verminderung, die Reduktion, oder machen wir es einfacher, das klingt immer so ein bisschen kompliziert, diese erfolgreiche Darmsanierung, die hatte tatsächlich zur Folge, dass die Beschwerden eben stark sanken. Also hier gab es eine starke Korrelation. Was bedeutet das? Diese starke Verminderung auch der Symptome, dies entspricht statistisch einer Verminderung des IBS Symptom Severity Scores um 125 Punkte. Also das ist ein starkes Ergebnis, deutlich stärker als das, was die FODMAP-Diät im Normalfall erreicht. Und gleichzeitig ist es eine Verschiebung von einem starken Betroffenheitsscore hin in die moderate Kategorie. Also ein richtig ordentlicher Erfolg. Und in der Kontrollgruppe war das eben nicht der Fall. Hier wechselte die Kategorie nicht. Es gab Verbesserungen, ich glaube, um also knapp 30 Punkte auf dem IBS Symptom Severity Score, was immer noch eine signifikante Verbesserung ist. Also wir haben hier auf jeden Fall die Kontrollgruppe. Das ist ein großer Vorteil gegenüber der zuletzt vorgestellten Studie. Und was aber noch so ganz bedeutsam ist, das möchte ich jetzt noch mal herausheben. Also erstens war die personalisierte Diät per se, die hat eben wieder nicht besonders stark eingegriffen in den Lebensstil der Patienten. Das ist genial, weil diese Diäten, das wissen wir, dann einfach auch langfristig beibehalten werden und eben auch die Symptome langfristig lindern.
Es gab diesen relativ starken Effekt, aber auf der anderen Seite ist es eben so, das war ja der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, die mediterrane Low-FODMAP-Diät zu formulieren letztendlich, weil ich eine große Kritik an der klassischen Low-FODMAP-Diät hatte. Möchte ich jetzt nicht nochmal darauf rumreiten in allen Details, aber du hast die Videos wahrscheinlich gesehen, ansonsten nochmal nachschauen. Wir wissen, das Durchführen einer klassischen Low-FODMAP-Diät ändert nichts an den Ursachen der Erkrankung, also weder etwas am gastrointestinalen Mikrobiom, an der Dysbiose des gastrointestinalen Mikrobioms, noch an der chronischen Immunaktivierung, die wir eben durch Mikroentzündungen sehen können, noch eben auch am Mikronährstoffmangel. Es ist sogar ein bisschen im Gegenteil so, dass das langfristige Durchführen der klassischen Low-FODMAP-Diät einige dieser Scores, vor allen Dingen aber auch die Dysbiose, noch verstärken kann, indem sie zum Beispiel die Konzentration von probiotischen Bakterien wie eben Fäkalibakterium, hier eben auf Speziesebene Fäkalibakterium prausnitzii, eben nochmal deutlich reduzieren kann, auch die Anzahl der Bifidobakterien, also probiotischer, gesundheitsförderlicher Bakterien, die eben auch stark mit dem Reizdarmsyndrom assoziiert sind. Deswegen habe ich dann irgendwann begonnen, die mediterrane Low-FODMAP-Diät zu formulieren, diese zwei Ernährungsstile zu verbinden, um die Risiken abzufedern und aber auch dafür zu sorgen, dass diese Ernährungsstrategie eben an die Ursachen der Erkrankung geht und damit, das ist nämlich auch ein Problem der Low-FODMAP-Diät, auf allen symptomatischen Ebenen wirken kann. Denn bei der FODMAP-Diät ist es so, das zeigen große Meta-Analysen und systematische Reviews, diese wirkt moderat gut, sage ich jetzt einfach mal. Die Effektstärken sind nicht allzu hoch. Vor allen Dingen aber für Blähungen, Bauchschmerzen und Unwohlsein. Die Stuhlunregelmäßigkeiten, Durchfälle, Verstopfungen, Veränderungen der Stuhlfrequenz und Stuhlkonsistenz bleiben von der Low-FODMAP-Diät meistens relativ unbeeindruckt. Und das ist natürlich schade, denn wenn man jetzt wirklich sagen würde, da wird immer so dieser Hype gemacht, ja, das ist die am besten erforschte Reizdarm-Diät oder das ist die Reizdarm-Diät. Schwierig, denn eine richtige effektive Reizdarmdiät sollte eben auf alle Hauptbeschwerden des Reizdarmsyndroms wirken und das ist bei der Low-FODMAP-Diät eben nicht der Fall. Und wenn man sich hier aber nochmal bei dieser Studie auch in die Unterkategorien des IBS Symptom Severity Scores reinbegibt, dann sehen wir eben signifikante Ergebnisse für alle Kategorien, also Bauchschmerzen, Blähungen, Unwohlsein, aber gleichzeitig auch die Unzufriedenheit mit den Stuhlveränderungen oder mit dem Stuhlverhalten. Diese veränderte sich signifikant und auch die Lebensqualität verbesserte sich so, dass wir sagen können, es gab eben diesen positiven Einfluss auf allen Ebenen und der war, das konnte man eben auch zeigen, tatsächlich einer Verbesserung der Hauptursachen des Reizdarms geschuldet, nämlich einer Darmsanierung der Dysbiose des gastrointestinalen Mikrobioms. So, das waren die zentralen Ergebnisse dieser Studie. Es gab eben eine deutliche Überlegenheit der durch die KI modifizierten Mikronährstoffzufuhr gegenüber den klassischen NICE Guidelines, also den Standardernährungsempfehlungen beim Reizdarmsyndrom. Und die Studie ist, wie gesagt, so um einiges aussagekräftiger als die zuletzt vorgestellte. Und man kann hier definitiv das Fazit ziehen, die künstliche Intelligenz ist eben geeignet, um eine Darmsanierung vorzunehmen, um die Beschwerden eines stark ausgeprägten Reizdarmsyndroms vom Mischtyp signifikant zu lindern, vor allen Dingen im Gegensatz zu den Standardempfehlungen, die ohnehin auch schon symptomlindernd wirken. Und das solltest du dir auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke, das macht auch so ein bisschen Mut und Hoffnung, gerade jenen Patienten da draußen, falls du dazugehörst, die von besonders schweren Beschwerden geplagt sind, eben IBS Symptom Severity Score 300 plus und hier war es eben 360, dass eben die künstliche Intelligenz auch hier wirken kann und vor allen Dingen, dass in Zukunft dieses nervige Trial and Error Spiel doch so ein Stück weit aufhören wird und man kann eben diese Computertechnik nutzen und sinnvoll einsetzen, um hier mit relativ kleinen Eingriffen in das tägliche Ernährungsverhalten große Erfolge zu erzielen. Das ist eben jetzt noch das Problem. Möchte ich gern noch so jetzt an den Schluss des Videos stellen, diese Botschaft. Es gibt ja diese Möglichkeiten eben jetzt schon alle. Es gibt die mediterrane Low-FODMAP-Diät, es gibt die DNA-Sequenzierung des Mikrobioms. Wir können hier sehr viel machen.
Und wir wissen eben auch, die mediterrane Low-FODMAP-Diät aus verschiedenen Untersuchungen, die macht eben genau das, was eben auch der Ansatz dieser Studie war. Die geht auf die Hauptursachen des Reizdarmsyndroms ein. Sie lindert Entzündungen, nachgewiesen beispielsweise durch das Calprotectin oder auch durch das hochsensitive CRP. Sie moduliert die Darmflora, vermindert die Dysbiose, boostert probiotische Gattungen von Darmbakterien. Wir wissen aber auch, dass sie das Mikronährstoffprofil verbessert und hier eben dazu beiträgt, dass eben Mängel ausgeglichen werden und so weiter und so fort. Es ist aber eben mehr Arbeit und eben auch ein größerer Eingriff in den Lebensstil der Patienten. Das ist mir absolut bewusst. Das schreibe ich auch immer wieder im Buch, dass eben heute, wenn man das Reizdarmsyndrom lindern oder sogar heilen möchte, eben immer noch sehr viel Durchhaltevermögen, Disziplin und Motivation dazu gehört. Und das ist natürlich nicht jedem Patienten möglich, vor allen Dingen nicht, wenn er unter starken Beschwerden akut leidet oder starken Darmbeschwerden oder wie beim Reizdarm eben auch üblich, unter vielen Komorbiditäten psychischer Natur, zum Beispiel Depressionen, Angst erleben, vielleicht schon dem chronischen Erschöpfungssyndrom und so weiter, dann ist das natürlich schwer, diese Maßnahmen so umzusetzen, wie ich diese beschreibe. Auf der einen Seite das Ernährungsverhalten, dann eben die Schlafhygiene, die sportliche Betätigung und was noch alles dazugehört. Und hier wird die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren definitiv Abhilfe schaffen. Da bin ich mir ganz sicher, dass man eben schneller zum Ziel kommt und mit weniger Aufwand. Bis dahin musst du dich noch ein bisschen gedulden und dich eben mit dem begnügen, was ich dir hier so präsentieren kann. Das hilft aber definitiv und jeder, der eben ja seine Beschwerden lindern möchte, der kann das auch heute schon tun. Dabei wünsche ich dir maximale Erfolge, gute Besserung und bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Dein Thomas.